Sicherheit zuerst. Gewöhnen Sie sich langsam an die Dunkelheit. Pfeifen, rufen und tasten Sie beim Vorwärtsgehen. Haben Sie alle Wege von Hindernissen frei. Abgrenzung der gesellschaftlichen Funktion, Industrieunternehmen. Industriezweig, technische Konsumgüter. Fachgruppe, fotografische Industrie. Zahl der hergestellten Produkte, 5000. Verkaufswert je Stück, D-Mark 010 bis D-Mark 100.000. Fertigungsart, Serienproduktion. Stückzahl jährlich 10 bis 10 Millionen. Aufwand für Forschung 6% des Umsatzes. Zahl der Produkte, die jährlich neu auf den Markt kommen, 50 bis 100. Durchschnittlicher Rhythmus für Erzeugnisse mit hohem Investitionsaufwand 2 bis 3 Jahre. Verwendung der Erzeugnisse: Amateurbereich, Fachfotografie, Kinematografie, Tontechnik, Medizin, Büroorganisation, Druck und Reproduktion, Spezialgebiete der Technik und Wissenschaft. Charakteristisch ist die Kette von Erzeugnissen, die einander bedingen, aufeinander abgestimmt, einen Kreis schließen. Systemgedanke. Geräte für Aufnahme, Wiedergabe, Verarbeitung und Vervielfältigung. Film, Fotopapier, Chemikalien, Magneton. Entscheidend für den Marktanteil ist, dass jedes Erzeugnis den Wünschen der Verbraucher genau entspricht, sie durch gezielte Werbung bewusst macht. Problem der Konsumgüterindustrie: den Trend frühzeitig erkennen, eventuell beeinflussen, als erster nutzen, genau wissen, was morgen geschieht. Kaum ein anderer Industriezweig erfordert so zahlreiche, strategisch wichtige Entscheidungen der Unternehmensführung. Da sie auf so veränderlichen Faktoren wie Geschmack und Gewohnheiten der Verbraucher und den Anforderungen der technischen Entwicklung aufgebaut sind, sind sie mit einem hohen Risiko belastet und oft existenzentscheidend für das Unternehmen selbst. Modell einer Unternehmensentscheidung. Problem: der Verkaufserfolg eines Produktsystems liegt seit 3 Jahren über den geschätzten Zahlen. Das Diagramm aber lässt erkennen, dass die Erfolgskurve den Höhepunkt überschritten hat. Ziel: der Gedanke an verstärkte Rationalisierung, Senken der Produktionskosten und des Verkaufspreises erweist sich als undurchführbar. Ziel: Ergänzung oder Ablösung durch ein neues Produkt. Abgrenzung: das Gremium empfiehlt eine Schwerpunktinvestition mit einer Produktionsplanung für mindestens 3 bis 4 Jahre. Die zuständigen Abteilungsleiter übernehmen das Projekt bis zur Entscheidungsreife. Analyse: Sie beauftragen die Marktforschung mit einer genauen Analyse des Marktes. Die Marktforschung untersucht in Zusammenarbeit mit demoskopischen Instituten die Gewohnheiten, Einflüsse, Neigungen und Abneigungen des Marktes. Sie konzentriert sich besonders auf die potenziellen, aber bisher noch nicht erreichten Käuferschichten. 200.000 Amateuraufnahmen werden analysiert. Gleichzeitig leitet der Ausschuss eine Analyse durch Operations Research ein. OR koordiniert alle Daten aus Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Finanzen und entwickelt daraus ein mathematisches Modell, mit dessen Hilfe sich der kostenmäßig günstige Zeitpunkt für die Umstellung auf ein neues Produkt bestimmen lässt.
Die Produktionsintervalle der Konkurrenz, ihre mutmaßlichen Termine, werden gegenübergestellt. Die Marktforschung überreicht die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Ihre Empfehlung an den Ausschuss lautet: Das neue Produkt muss in der Handhabung einfacher sein. Was die Automatik nicht übernehmen kann, muss auf 1, 2, 3 Handgriffe beschränkt werden, die sich ohne jede Konzentration im Unterbewusstsein ausführen lassen. Das Produkt soll sich in ein System abgestimmter Erzeugnisse eingliedern. Unter diesen Voraussetzungen sind neue Käuferschichten zu erreichen. Eine Umsatzsteigerung ist wahrscheinlich. Es wird empfohlen, eine bestimmte Preisgrenze nicht zu überschreiten. Alternativlösungen. Alternativen sah der Ausschuss in kleineren, kostensparenden Abwandlungen und dem Vorschlag, die bisherigen Modelle mit neuem Styling auf dem Markt zu halten. Er gibt jedoch im Sinne der Empfehlung den Auftrag an die Entwicklungsabteilung. Idee, Entwurfskizze, Laborversuch, Muster, Prüfung, Konstruktion, Kalkulation, Prototyp. Grundsatzentscheidung. Der Vorstand ist über das Projekt informiert. Er vergleicht. Voraussichtlicher Umsatz, voraussichtliche Kosten, voraussichtlicher Gewinn. Welche Investitionen sind bereits vorgesehen? Welche Investitionen erlaubt der Finanzplan? Lässt sich der Aufwand reduzieren? Wie ist die Rangfolge der Investitionen? Das Projekt passiert die Vorstandsebene. Entscheidung. Die Produktplanung genehmigt das vorgeschlagene System und den Zeitpunkt für die Markteinführung. Durch Erhöhung der Stückzahl ermäßigt sich der Preis. Man rechnet mit erhöhten Einnahmen aus dem Filmverkauf. Zugleich soll ein neuer Filmtyp entwickelt werden. Eine internationale Werbung wird in die Planung aufgenommen. Ein begrenzter Markttest ist vorgesehen. Das Risiko lässt sich weiter nicht vermindern. Verwirklichung der Entscheidung. Belichtungsmesser 147, Einzelteile 1800 Arbeitsgänge. Gehäuse 152, Einzelteile 1700 Arbeitsgänge. Oberteil 14, Einzelteile 180 Arbeitsgänge. Objektiv 23, Einzelteile 400 Arbeitsgänge. Objektivträger 80 Einzelteile. Zusammenbau 56 Einzelteile, 640 Arbeitsgänge. Summe 634 Einzelteile, 7100 Arbeitsgänge. Kamera Typ X.
Montagefolge Belichtungsmesser. Spulenrahmen wickeln, 1900 Windungen. Lackierter Kupferdraht. Drahtenden anlöten. Widerstand kontrollieren. Spiralfeder anlöten. Durchgang kontrollieren. Steinfassung montieren. Kontrolle. Magneteinbau in Träger. Einbau in Galvanometer. Prüfung aller Einzeloperationen. Eichen mit Fotozelle. Fotozelle an Galvanometer löten. Einbau in Mechanik. Eichen der gesamten Lichtsteuerung. Einbau in Kamera. Endkontrolle. In Italien. Erinnerung trifft Auslese. Bilder treffen Auswahl. Subjektive Vorstellung von Land und Menschen. Objektiv bestätigt, ergänzt, korrigiert. Was bleibt? Bildersumme. Subjektivität des Standpunkts, des Ausschnitts, schrittweise Annäherung an die Wirklichkeit. Fotografie. Ein Spiegel, der sich erinnert. Edmond Abou über Daguerreotypie. Rosemarie Clausen. Beobachtung bei der Arbeit. Fotografie, technische Anwendungen. Bürokopie. Elektrofotografie. Radarregistrierung. Fotozeichnen. Gedruckte Schaltungen. Zielfotografie. Luftbild. Registrierkamera. Medizinisches Röntgen. Ja, die injectie in de pulmonalis is normaal. Ook de terugkeer langs de venen schijnt helemaal normaal. Zo, die aortatijd is ook normaal. De tumor ligt dus volledig. Industrielles Röntgen. Materiaalprüfung. Oszillografie.
Interferenzaufnahmen. Hochfrequenzkinematografie. Zeitdehnung. Kurzzeitfotografie. Funkenzeitlupe. Holographie. Laserstrahl, kohärentes Licht, trifft auf Gegenstand und Fotoplatte. Aufnahme. Eingefrorene Lichtwellen, ein Raumbild mit veränderlicher Perspektive. Auch ein Bruchstück zeigt das gleiche Bild. Mikrokosmos, Umwandlung der Materie, Makrokosmos, Entfernungen von Millionen Lichtjahren. Einblicke, die die Fotografie ermöglicht. Festhalten des Ereignisses, Vervielfältigen und Transportieren der Mitteilung, das ist Information. Bildübertragung auf die Druckwalze, ein fotografischer Prozess. Bilder, die erzählen, informieren, die Welt erschüttern, sie täuschen, verführen. Bilder, Leitbilder. Neues System erfinden, ein Miniatursystem, das den Überblick erlaubt. Datenverarbeitung mikrofotografisch. Über Computerbefragung zugänglich. Reduktion des Umfangs auf 1-2%. Unser so beschäftigtes Jahrhundert hat nicht immer Zeit zum Lesen, immer aber Zeit zum Sehen. Théophile Gautier, 1858. Prinzip der Fotografie. Elementarprozess. Die fotografische Schicht enthält Kristalle. Es sind Salze weiß-gelber Färbung. Ein Baustein ist Silber. Die Kristalle sind instabil. Sie zerfallen bei Einwirkung von Licht. Silber scheidet aus. Silber dieser kleinsten Partikel ist schwarz. Fotograf ein. Schreiben mit Licht. Der Vorgang ist zunächst völlig unsichtbar. Auch das Elektronenmikroskop kann ihn bei stärkster Vergrößerung nicht erkennen. Und doch ist das Bild schon latent vorhanden. Geringste Lichtmengen genügen, um Fehlstellen im Kristall zu infizieren. Was geschieht, ist noch immer nicht lückenlos erforscht. Aus den Bildkeimen der Mikrostruktur, im gleichen Verhältnis zu den Lichteinwirkungen des Objekts, entsteht das sichtbare Bild vor unseren Augen. Die fotografische Entwicklung ist die 100-millionenfache Verstärkung eines primären Effekts. Der fotografische Prozess ist darin jedem Mikroskop überlegen. Er macht Veränderungen im atomaren Bereich dem bloßen Auge sichtbar. Farbfotografie.
Den Silberkeimen sind Farbkomponenten beigeordnet. Sie sind farblos. Erst mit dem Entwickler zusammen ergeben sie den Farbstoff. Schnitt durch einen Film. Aus drei Grundfarben, Gelb, Purpur und Blaugrün, lassen sich für das menschliche Auge alle natürlichen Farben herstellen. Jede der drei Schichten des Farbfilms ist für eine dieser Farben empfindlich gemacht. Alles weitere sind Details. Forschungsalltag, Laborjournal. Forschungsgegenstand, Farbfilm. Farbfilm besteht aus 150 verschiedenen chemischen Verbindungen. Eine davon ist die Purpurkomponente. Forschungsaufgabe, Verbesserung der Farbstoffkomponente Purpur. Ziel, bessere Farbsättigung, Brillanz, Auflösungsvermögen, Farbwiedergabe. Forscherteam, 5 Chemiker mit ihren Arbeitsgruppen. Methode. Ausgangspunkt, die aus der Erfahrung abgeleitete Idee, die chemische Formel. Prüfung, ob eine solche Verbindung schon einmal gefunden wurde. Patentliteratur, wissenschaftliche Literatur. Ist das nicht der Fall? Herstellung, Synthese der neuen Verbindung. Analyse des Ergebnisses im Spektrographen. Aussortieren ähnlicher Spektren aus einer Sammlung von 100.000. Vergleich. Scheint es sich zu lohnen? Test der Eigenschaften. Besonderes Problem? Die neue Farbstoffkomponente kann alle anderen Bestandteile der Emulsion beeinflussen. Optimale Abstimmung. Auf diese Weise werden 1280 neue Verbindungen hergestellt, 10.319 Versuche durchgeführt. Der 10.211. bringt die erste nennenswerte Verbesserung ohne schädliche Nebenwirkungen. Übergabe der neuen Purpurkomponente an die Entwicklungsabteilung zum Einbau in die Emulsion des neuen Farbfilms. Zeitaufwand für Forschung 1 Jahr, Entwicklung zur Produktionsreife 2 Jahre. Alles weitere sind Details. Film besteht aus einer Trägerfolie und der lichtempfindlichen Schicht. Filmherstellung. Zellulose, gewonnen aus Holz und Baumwolle, ist der Ausgangsstoff für die Herstellung einer Trägerfolie. Durch chemische Umwandlung wird Zellulose schwer entflammbar, weitgehend wasserunempfindlich und mechanisch widerstandsfähig. Hey, ich habe eben gesagt, der Arme soll aufpassen, hat die Scheiße ihm im Gesicht rutscht. Lösen in einer Mischung aus Methylenchlorid und Alkohol. Filtration, Entgasen, Vorbereitung zum Guss. Blick in den Schacht der Gießmaschine. Die Dicke der Folie wird auf 1000stel Millimeter genau eingestellt. Die Anforderungen an die Unterlage variieren. Beständigkeit der Maße bei Farbreproduktionen, Festigkeit bei mechanischen Beanspruchungen. Kunststofffolien verbessern die Eigenschaften, sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Anlage zur Herstellung von Polyesterfolien. Innenringzone 180. Smeltzone 1, 300. Smeltzone 2, 320. Langsrek 120. Thermofixatie 160. Ende Herstellung der Trägerfolie. Vermogens. Extruder 100. Breiterek 180. Thermofixatie 120. Oprol 5. Die fotografische Schicht ist eine Emulsion aus lichtempfindlichen Kristallen und Gelatine. Herstellung der Emulsion. Silbernitrat, Halogensalze werden getrennt in Wasser gelöst. Das geschieht im Hellen.
Im gleichen Augenblick, wo beides zusammentrifft, entsteht die lichtempfindliche Substanz Halogensilber. Ihre extreme Lichtempfindlichkeit gewinnt sie stufenweise während der Fabrikation. Entsprechend findet der Arbeitsprozess bei fortschreitender, schließlich absoluter Dunkelheit statt. Erst bei der Bildaufnahme, der Belichtung, kommt sie wieder mit Licht in Berührung. Im Ansatzkessel wird Gelatine in Wasser gelöst. Temperaturtoleranzen 0,3 bis 0,5 Grad Celsius. Bei der Fällung treffen Silbernitrat und Halogensalze in der Gelatinelösung zusammen. Es entsteht eine Mischung aus Halogensilber und Gelatine. Die fotografische Emulsion. Vergießen der Emulsion in gekühlte Schalen. Wässern, entsalzen. Geschmolzen, mit Zusätzen, Emulsion fertig zum Guss. Wir machen Luft. Trockene, warme, kalte, feuchte Luft. Wir machen Wind. Film werden 11 Schichten auf die Trägerfolie gegossen. Der Guss der ersten, die keine Emulsion enthält, erfolgt im Hellen. Einlauf der Filmbahn auf das Trockenrad. Die Schichten sind zusammen zwischen 9 und 14 Tausendstel Millimeter dick. Eine einzelne Schicht hat eine Dicke von 1 bis 4 Tausendstel Millimeter. Ein Zehntausendstel Millimeter mehr oder weniger bedeutet Farbstich. Ein Rad von 18,5 Meter Durchmesser durch 4 Stockwerke hindurch und wäre eine Attraktion, würde man es auf dem Kirmesplatz aufstellen. Bei uns dient dieses Rad einem anderen Zweck. Dass in unserem Betrieb die Sauberkeit groß geschrieben wird, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. In unseren vollklimatisierten Räumen herrscht Überdruck, sodass ungereinigte Außenluft gar nicht zu uns dringen kann. Fußboden und Wände sind gekachelt
und gekleidet in unsere weißen Anzüge und Mützen sind wir die reinsten Hygieniker. Bitte nehmen Sie die Kappe im Hellen nicht ab. Das schadet der Röhre. So, wir gehen jetzt zur L5. Hier in der Schleuse ist es noch relativ hell. An der Messwarte wird es etwas dunkler und am Gießstand herrscht völlige Dunkelheit. Können wir jetzt gehen? Ja, bitte. So, wir gehen jetzt zur L5. Bitte seien Sie vorsichtig, gehen Sie langsam. Bleiben Sie auf der rechten Seite. Stopp! Wir müssen den Transportwagen vorbeilassen. Immer rechts bleiben. Weiter geht's. Hier rechts ist der Eingang zur L5. Bitte sehr. Vorsichtig, wenn wir jetzt durch diese Tür gehen, gehen Sie bitte gleich nach links. Hier zur Messwarte hin. Sie sehen hier unsere Messwarte. Von dieser Warte aus wird die Maschine angefahren und überwacht. Hier oben rechts ist der Meterzähler. Wir gehen jetzt zum Gießstand. Hier ist völlig dunkel. Vorsichtig, hier ist ein Wagen. Vorsichtig. Herr Blum? Bitte? Lassen Sie sich nicht stören. Machen Sie Ihre Arbeit ruhig weiter. Kontrolle der Filmbahn mit elektronischem Dunkelsichtgerät. Das Infrarotlicht ist unsichtbar. Nur der Infrarotfilm in der Kamera kann es registrieren. Und das Dunkelsichtgerät, das als Sucher neben der Kamera angebracht ist. Die Aufnahmen finden in völliger Dunkelheit statt, bei laufender Fabrikation. Achten Sie auf die Augen, die Hände. Achtung, Gießmaschine, Feld 1, Einrisse. Bitte sofort abkühlen. Die Filmbahn wird in Streifen geschnitten. Kontrolle bei der Abwicklung. Aufgepasst. Auf, das Kabel reißt gleich raus. Pass auf, ja? Pass auf. Aufpasse. Pass auf, ja? Aufpasse. Ja, ja. Ja? Aufpasse. Ja? Pass auf. Pass auf. Aufpasse. Ja, denke ich. Nee, ich
Geschnitten, perforiert. Unbelichteter Kinefilm. Belichtungsprobe.